Es ist kalt draußen. Was gibt es da Schöneres als einen Taschenwärmer? Wie der funktioniert, das schauen wir uns in diesem Video an. Dies hier ist ein Handwärmer. Man sieht anhand des kleinen Luftbläschens hier, was hier rumgeistert, dass das Ganze flüssig ist. Eigentlich müsste es fest sein. Und der Kristallisationskeim fehlt und den kann man liefern, indem man dieses Plättchen hier knickt. Das mache ich jetzt. So, nicht abhauen. Jetzt. Hat ja super funktioniert. Jetzt. Ja, jetzt funktioniert's. Und jetzt sieht man, wie das friert. Bei diesem Aggregatzustandswechsel wird Wärme frei. So, jetzt will ich nochmal messen. Das ist jetzt schön warm geworden. Dazu habe ich ein Thermometer. 20 Grad ist die Raumtemperatur. Das hatte das Ding vorher auch. Und dieses Thermometer hat halt den Vorteil, dass es relativ empfindlich ist. So, und jetzt sieht man, wie schnell und zügig die Temperatur steigt. Bei 20 Grad sind wir gestartet und steigt immer noch. Das heißt, wir sind schon über 25 Grad drüber. Also plus 25 Grad, was dieser Aggregatzustandswechsel gebracht hat. Und daher sind die Dinger gar nicht so schlecht. Kann noch ein Weilchen warten. Das Entscheidende ist, dass ich das in heißes Wasser legen kann und dann wird das Ganze wieder flüssig und ich kann das Ganze wieder benutzen. Das heißt, die Energie, die hier in Form von Wärme abgegeben wird, ist im Aggregatzustandswechsel gespeichert. Und wenn ich jetzt nochmal auf mein Thermometer gehe, was sich so langsam beruhigt hat, kaum noch steigt, sind wir bei ja, knapp 48 Grad. Bei 20 sind wir gestartet, das heißt plus 28. Das ist schon recht ordentlich. Und im Winter macht das den Unterschied zwischen eisekalt und Zimmertemperatur. Schauen wir uns mal ein paar Daten und Fakten zu dem Taschenwärmer an. Er nutzt die sogenannte latente Wärme. Das ist ein Begriff, der ist heute eigentlich gar nicht mehr so gebräuchlich, aber sehr treffend. Latent heißt nämlich verborgen. Und wie da Wärme verborgen sein kann, gucken wir uns gleich an. Wie gesagt, erstmal die Daten und Fakten. Es handelt sich um eine sogenannte unterkühlte Flüssigkeit. Das ist eine Flüssigkeit, die eigentlich gefroren, also sprich erstarrt sein sollte, aber trotzdem noch flüssig ist, weil der Kristallisationskeim gefehlt hat. Genauer gesagt, in der Regel ist das Natriumacetatrihydrat. Das ist etwas, was normalerweise bei 58 Grad Celsius erstarrt. Und wenn der Kristallisationskeim fehlt, kann es nicht erstarren. Das heißt, es müsste eigentlich fest sein, bleibt aber flüssig. Nennt man, wie gesagt, unterkühlte Flüssigkeit. Und dieses Metallblättchen, in dem Moment, wo ich das knicke, liefere ich praktisch diesen Kristallisationskeim. Und dann kann es auskristallisieren und dann wird es warm. Latente Wärme kennst du vielleicht schon. Hier ist eine Wiese. Hier hat es geschneit und den ganzen Tag über war es eigentlich über 0 Grad. Und trotzdem ist nicht aller Schnee geschmolzen. Das heißt, es wird Wärme benötigt, also Energie benötigt, damit der Schnee seinen
Aggregatzustand ändern kann. Und das ist sozusagen Wärme, die ja, unsichtbar scheint. Gucken wir uns das nochmal an einem Beispiel an. Also man darf es auf keinen Fall mit thermischer Energie verwechseln. Thermische Energie ist, meinetwegen, ich habe einen Tee oder Kaffee, der erhitzt worden ist, der in die Thermoskanne gegeben wurde, dann sorgt die Thermoskanne dafür, dass das Ganze warm bleibt. Also dass praktisch die thermische Energie sozusagen im Getränk bleibt. Dazu im Gegensatz, das, was man, wie gesagt, latente Wärme nennt, ist auch wieder nochmal ein weiteres Beispiel, wenn man zum Beispiel Wasser erhitzt. Dann wird es ja immer wärmer und wärmer und wärmer, bis es den Siedepunkt erreicht, also sprich, bis es anfängt zu kochen. Das ist dann ein besonderer Punkt, weil wenn man dann weiter erhitzt, wird das Wasser nicht heißer, sondern es verdampft. Das heißt, die Energie, die dann noch hineingesteckt wird in Form von, was weiß ich, der heißen Herdplatte, also sprich in Form von Wärme, die führt dann zu einem Aggregatzustandswechsel, sagt man dazu. Und je nachdem nennt man diese Energie dann Verdampfungsenthalpie, also sprich, wenn es verdampft, oder Kondensationsenthalpie ist halt entsprechend die andere Richtung. Und beim Gefrieren oder Schmelzen, beim Schmelzen entsprechend Schmelzenthalpie und beim Gefrieren Kristallisationsenthalpie. Und diese Kristallisationsenthalpie, das ist dann die Energie, die dann frei wird, wenn ich praktisch mit dem Metallblättchen die Kristallisation auslöse und das dann sozusagen fest wird, dann wird genau diese Energie in Form von Wärme frei. Und ja, das ist der ganze Trick. Ich hoffe, das war ganz interessant für dich. Gerne Kommentare. Soweit, so gut.